Hallo zusammen, ich bin Enrico. Heute zeige ich euch zusammen mit meiner Freundin Jasmin ein kleines Video zu unserer Ausrüstung, die wir an unserer Waldübernachtung mitnehmen wollen. Wir sind neu im YouTube- und Videobusiness, darum ist das Video am Anfang ein bisschen, ja, startet ein bisschen schwer, ist ein bisschen, ja, schüchtern, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Gut. Viel Spaß damit. Okay. Ja, wir kleine Campingtour, also ohne Zelt. Wir haben das eigentlich bisher erst einmal gemacht, so ein bisschen im Wald draußen was aufbauen, dann gewartet, bis es Nacht wurde und dann sind wir nach Hause gegangen. Also eigentlich inspiriert durch den einen oder anderen YouTube-Channel und auch durch Job. Man hängt in der Arbeit, ist im Büro. Man will einfach mal so ein bisschen immer mal rauskommen. Genau, jetzt ist morgen Vatertag und wir wollen am Vatertag ein bisschen in den Wald gehen. Wir sind hier in der Hallertau, also überall wird Bier angebaut und sind auch ein paar Wälder. So viel zum Vatertag, Männertag. Ja, aber wir nehmen kein Bier mit. Noch nicht. Diesmal noch nicht. Also gut, was haben wir hier? Also wir haben eigentlich ziemlich viel gekauft schon vornherein. Wir wissen keine Ahnung, ob man das alles braucht. Aber wir werden es sehen. Wir werden erstmal zum Anfang. Also wir haben keine Ahnung. Im Moment nur YouTube-Channels geguckt, was braucht man so für ein Thema Bushcraft, Survival, etc. Dann haben wir einfach mal ein bisschen bei eBay, Amazon, etc. geschaut. Ja, fangen wir doch mal. Fangen wir doch mal in der unteren Ecke hier an. Ganz wichtig, Taschenlampen. Zwei Stück, die sind jetzt hier. Das sind LED-Lampen mit einer Batterie drinnen. Wenn es Nacht wird, Licht ist noch ganz wichtig. Habe ich halt dabei. Zwei Kopflampen. Ist nichts Besonderes, sind auch, glaube ich, nicht wasserdicht. Aber die haben drei Helligkeitsstufen und haben ein Notsignal. Ja. Das ist was ganz Cooles, das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Bis jetzt noch nicht ausprobiert. Es ist eine ja, so eine All-in-One-Lampe. Da hat man zum einen ja, eine Handlampe, dann eine Laterne, ein Notlicht. Genau. Das tolle Ding ist, man kann es per Hand aufdrehen. Das ist noch nicht auf irgendwelche externen Stromquellen angewiesen. Wenn man es aufgeladen hat, das ist ganz toll, kann man hier per USB noch was anschließen, Handy, Kamera, etc. Man kann das Ding auch noch extern laden. Genau, das nehmen wir mit. Ganz wichtig, dann Axt zum Feuer machen, also zum Feuerholz schlagen, Kompass, ein paar Knicklichter haben wir dabei. Das ist auch ein ganz tolles Teil, haben wir eigentlich auch noch nicht ausprobiert. Aber ist wasserdicht, ist eine Powerbank mit 12.000 mAh. Damit kann man, glaube ich, ein Smartphone drei, viermal laden. Hat eine Solarfläche, also kann man es draußen auch an den Rucksack hängen und lädt dann über den Tag halt auf. Hat, glaube ich, auch noch irgendwie eine Notbeleuchtung, wenn ich mich nicht irre. Genau. Kleine Not-LED. Ganz witzig. Macht doch SOS. Gut, wie kriege ich es jetzt aus? So, okay. Das ist aus. Dann, was haben wir hier noch? Feuerzeug, also ein Sturmfeuerzeug, so ein Gasbrenner, so ein kleiner. Damit kriegt man auch bei Sturm und Wind alles an. Dann noch ein paar Streichhölzer, Notstreichhölzer. Ein Zippo ist dabei. Okay, ja doch, es geht. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen Benzin nachfüllen. Aber bloß dabei ist ganz wichtig, was ich so gehört habe, dass man mehrere Möglichkeiten hat, Feuer zu machen. Hier noch ein paar S-Bit. Also ist auch mehr so ein Notbrennstoff, weil Feuer macht, sollte man vielleicht mit Spiritus machen. Wir haben eine kleine Flasche Spiritus. Irgendwo ist hier auch noch mein Spirituskocher, den ich mir gekauft habe. Er ist in dem Ding Gefäß drin, in dem Kochgefäß unten. Kochgefäß, welches Kochgefäß? Wo ist es? Da? Ah ja, hier. Ja, da kommen wir später dazu. Da kommen wir Okay. später.
Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein bisschen Zunder. Das ist Sägespäne. Sägespäne, für, also quasi so Kleintierstreu. Wir hatten vor einiger Zeit ein paar Mäuse, die jetzt nicht mehr da sind. Und aber wir haben noch ein bisschen Zubehör. Hier ist der Übeltäter, weswegen sie nicht mehr da sind. Das ist, er hat sie nicht gefressen. Ja. Er ist übrigens happy. Er wollte sie aber für das. Ja, auch ganz zu. Happy muss aber daheim bleiben. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Hygieneartikel. Feuchttücher, feuchte Toilettentücher, weil wir haben vor, also der halbe Plan ist, dass wir so 2 Nächte bleiben. Jetzt schauen wir mal, ob wir erstmal einen überleben. Wie gesagt, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben, also ich bin da eher so drauf gekommen, dass ich mir so ein paar YouTuber angeguckt habe. Und das hat mich halt sehr inspiriert. Und Jasmin macht jeden Scheiß mit, den ich mache. Und dann gehen wir jetzt einfach mal in die Natur und schauen, wie weit wir da so überleben. Genau, weiter geht's. Hier ein bisschen Paketschnur, damit kann man sich ein Bett bauen draußen, also Stöcke zusammenbinden, Tarp abspannen, Zelt besser fixieren, also Allzweckschnur. Genau, und dann Fernglas kann man immer gebrauchen. Vielleicht sieht man irgendwas Cooles, Tiere oder so. Warum nicht einfach mal mitnehmen? Dann ganz wichtig hier eine selbst zusammengepackte Erste-Hilfe-Tasche. Da ist so eine Gold-Silber-Decke drin, so eine Notdecke, Desinfektionsspray, ich weiß nicht, kann man das gut sehen, Kameramann. Was? Mullbinden. Ja, ich habe ihn gesucht. Okay. Mullbinden, Klebeband, eine Schere ist auch drin. Ja, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen. Es gibt auch noch so kleine Medipacks, ich war früher bei der Bundeswehr, das hatte ich immer in der Hosentasche. Das reicht halt, glaube ich, für 2 nicht. Da muss man schon ein bisschen was mehr haben, wenn man sich wirklich mal schneidet. Habe ich mich auch vor ein paar Wochen habe ich mich geschnitten. Ich weiß nicht, ob man das noch sehen kann. Ja, ich sehe. Am Finger. Wurde genäht. Ich zeige euch gleich, mit was ich mich geschnitten habe. War ich aber selber schuld. Genau. Dann hier eine schwedische Granate. Das ist, glaube ich, so ein ziemlich cooles Survival-Teil. Da ist ein Angelhaken drin. Das besteht aus Paracord. Da ist auch, glaube ich, ein kleines Messer drin. Und hat hier am Ende einen Feuerstiel, womit man dann ein bisschen Übung dazu. Nein, ich wahrscheinlich voll lächerlich. Nächster Punkt. Ja, man muss es vielleicht rausnehmen. Ja, da ist ja am Ende auch noch ein Messer. Genau, ich habe hier noch ein anderes. Genau, aber zur Not super. Und ein paar Taschentücher. Panzertape. Kann man immer gebrauchen. Immer nützlich. Dann mein schwarzer Messer. Habe ich von meinem Vater geerbt bekommen. Das Ding ist, keine Ahnung, 40 Jahre alt. Aber super noch im Schuss. Wird immer mal wieder geschleift. Hat die Standard Sachen. 2 Messer, eine Säge, die sehr wichtig ist. Korkenzieher und Dosenöffner. Standardgröße, ganz toll. Dann habe ich hier noch so ein, das benutzt Jasmin sehr gerne. Das hat sie mir zwar zum Weihnachten geschenkt, aber das ist so quasi ihr Messer, wenn ich es jetzt hier rauskriege würde. Genau. Das ist auch so ein All-in-One-Messer, das ist total super. So ein, kann man aufklappen, liegt ganz gut in der Hand. Genau, dann habe ich hier mir noch ein, Gott, wie heißt das Messer? Das ist ein Deer Hunter, Haller Deer Hunter, so ein Buschkraftmesser. Das ist unter 12 cm Klingenlänge, weil über 12 cm gibt es ja Gesetze dagegen, darf man es nicht führen. Aber es liegt super in der Hand, schön scharf, ist rostfrei, ich glaube 440er Stahl. Ja, manche mögen das nicht, glaube ich. Ja, ist in so einer Nylon-Scheide und ist ein super Messer zum Schnitzen. Passt. Dann habe ich mir zu aller Anfang habe ich mir was eingebildet, eine Machete, weil irgendwann kommen die Zombies, wenn ich mir... Das ist nützlich, das ist ja nicht eingebildet. Ich bin vollkommen sicher, dass irgendwann die Zombies auf den Kulisse kommen. Ja, die ist ein bisschen schmutzig, die hätte ich nochmal putzen sollen. Aber das ist die Walter Tech 2, glaube ich, oder Tech 1, Tech 2. Jedenfalls eine Walter Machete. Die ist sehr scharf, mit der habe ich mir auch dieses Ding hier zugefügt, weil ich keine Handschuhe getragen habe. Ich wusste, ich trage keinen Anzug, ich muss aufpassen, aber es ist trotzdem was passiert. Gott sei Dank war der Finger nicht ab. Ist ziemlich schwer, also eine schwere Machete, aber damit kann man ganz toll
Holzspalten, wirklich sehr grobe Arbeiten machen. Aber ob wir die mitnehmen, weiß ich noch nicht. Wir haben das Beil dabei, das ist eigentlich nützlicher. Das Ding ist schon ziemlich gefährlich, relativ schwer. Müssen wir mal gucken. Genau, was haben wir noch? Das ist Fliegengitter. Eigentlich für unsere Fenster gedacht, aber wir probieren mal aus, die mitzunehmen, die aufzubauen. Mal gucken, vielleicht klappt das ja. Weiß man nicht. Ein bisschen Petersilien. Ganz wichtig, Handschuhe für die Dame. Gartenhandschuhe, also man kann wirklich, wenn die yeah. Scheiße. Also man muss da nicht reden. Weil ich so kleine Hände habe hier mal. Ich habe mir hier so Bundeswehr-Teillederhandschuhe gekauft und gebraucht. In so einem Bundeswehr-Shop in Augsburg. Passen super, tolle Qualität, sie sind ohne Ende haltbar. Wenn man mit Messer arbeitet, dann immer Handschuhe tragen. Ein paar Gummis kann man immer gebrauchen, das ist eine leere Tüte. Tüten nehmen wir auch mit. Man hat immer mal wieder Müll oder so, oder will was. Man nimmt auf jeden Fall Gesundheit. Man soll halt seinen Scheiß aus dem Wald auch wieder mitnehmen, weil die Natur liegt einem schon am Herzen. Man sieht auch die Katze. Ich finde das ganz toll. Genau, hier noch ein Buschhut. Wir haben immer Kopfbedeckung im Wald, weil es kann immer irgendwas runterfallen, Zecken, Getier. Ist immer gut, Kopfbedeckung zu tragen. Genau, dann habe ich hier unser Tarp. Das ist relativ groß. Ich glaube, das ist 4x4 Meter oder 3,5x4. Damit kann man schon sehr viel machen. Und drin habe ich auch dann gleich noch die ganzen Schwünge, also Paracord etc. in verschiedenen Längen, Karabiner, Wäscheleine, ja, und so Zeug. Ich habe noch irgendwo ein paar Expander. Die sind, glaube ich, noch drüben. Die nehmen wir dann auch noch, weil dann kann man auch tolle Sachen irgendwie, ich glaube, an den Rucksack hängen und so. Genau. Vieles in Dunkel- und in Tarnfarbe, weil ich war mit der Bundeswehr, ich war mit Gebirgsjägern vor 10 Jahren jetzt und ja, vieles aus der Zeit ist halt praktisch und man hat es im Gedächtnis gehalten und das versucht man sich jetzt irgendwie wieder zusammenzukrallen, kratzen. Genau, dann hier unten haben wir 2 Schlafsäcke. Den habe ich auch zum Weihnachten bekommen, den habe ich auch noch nicht ausprobiert, ist aber ein Ganzjahresschlafsack. Und den haben wir, ja, den haben wir quasi gefunden sozusagen. Den müssen wir ausprobieren, ob das warm genug ist. Jetzt haben wir es schon Mai. Jetzt soll es warm werden. Mal gucken, wie die Nacht ist. Wir nehmen auf jeden Fall noch irgendwie eine Decke mit oder so, damit da keiner friert. Genau, machen wir weiter. Hier haben wir noch ein bisschen Waschzeug, ein bisschen Handtücher. Genau, dann noch ein bisschen Insektenschutz. Das ist ganz praktisch. Genau, dann hier habe ich auch auf dem Dachboden gefunden, eine alte Isomatte, eine Rollisomatte, kann man auf den Rucksack draufhängen. Dann hier eine BW-Faltisomatte, die kann man als Rückenteil am Rucksack befestigen. Das ist super praktisch, das habe ich auch gebraucht gekauft. 10 Euro gekostet. Ja, so unterlegen draufsitzen, super praktisch. So, dann haben wir hier eine, ich glaube, die ist, wie breit ist die? Die wird aber nochmal ausgeklappt, oder? Mhm, die ist halt für die ist, glaube ich, 1,40 x 2 Meter. Mhm. Das ist eine aufblasbare Isomatte. Das ist wirklich ein großes Ding, das hat doch sein Gewicht. Oh, das sollte dann schon einiges an Schutz bieten. Happy, nein. Nein. Das muss anfassen. Ja, das muss angefasst werden. Ja, das kann das auch nicht. Kannst anfassen, wie viel du willst. Hinten noch ein bisschen Wasser. Wir nehmen auf jeden Fall Wasser mit, weil in der Hallertau, wir waren schon mal ein bisschen so spazieren, ein bisschen wandern und haben geguckt, ob es hier so Quellen gibt. Also wir haben uns auch eine. Kannst du mir mal die Karte geben? Genau, wir haben uns hier so eine Karte gekauft von Pfaffenhofen oder Ilm, das ist halt die Gegend hier. 1:25, eine topografische Karte. Und hier sind auch alle kleinsten Bäche angezeichnet. Und da waren wir jetzt in der Nähe das letzte Mal und haben geguckt und das sind eigentlich, ja, die sind schon sehr dreckig und
Man nimmt jetzt erstmal zum Anfang mal Wasser mit. Es ist kein fließendes Gewässer. Es ist kein fließendes Gewässer, das ist jetzt nicht so wie, was weiß ich, im Schwarzwald oder sonst wo. Aber die Karte nehmen wir auch mit, weil sich ist sicher. Ja. Ein Lifestraw, ein übersetzt Lebensstrohhalm, ist halt ein Filtersystem, das 99,9% aller Bakterien und Fremdstoffe aus dem Wasser filtert. Also daraus kann man theoretisch aus wirklich schmutzigen Gewässern trinken. Ein paar Sachen filtert es nicht raus. Also ich glaube, wenn irgendwelche Atom- oder Chemie, bösartige Chemieunfälle sind, sollte man das nicht benutzen. Aber sonst kann man damit echt überleben. Da kannst du aus jedem Wasser trinken. Den würde ich sagen, nehmen wir trotzdem mit, weil man weiß nie, was passiert. Und das Ding wiegt nichts. Ist immer gut aufgehoben. So, dann das wär's, glaube ich, oder? Was haben wir noch? Ja, wir haben natürlich noch ein bisschen Kleidung, kann ich zeigen. Ja, Bundeswehr, Bergstiefel. Das sind die tollsten Dinger, die ich habe. Das ist wirklich super. Kleidung kann man ja mal separat machen. Was wir hier noch haben, ist so ein kleiner, ja, ein Kocher. Wirklich sehr leicht, das baut man schnell zusammen. Und hat eine kleine Kochstelle. Haben wir auch noch nicht ausprobiert, haben wir erstmal so auf Verdacht gekauft, dass wir es brauchen. Da kann man dann den Trangia, den Spirituskocher drauf machen. Genau, das passt da rein. Dann noch dieses Ding in die Mitte rein. Oder halt auch einen S-Bit kann man drauf machen. So. Dann unsere Essensbox. Zusammengestellt von Jasmin. Ich habe es mir noch gar nicht angeschaut, was hier alles drin ist. Das ist zum Beispiel, okay, Zahnpasta, also Zahnbürste ist ganz wichtig, sollte man mitnehmen. Eine ganze Meridol werden wir nicht brauchen. Wir haben noch eine halb offene, die können wir nehmen. Ich glaube, Meridol. Genau, das ist eigentlich das Tollste. Das ist das Beste drin. Mal gucken, was wir mitnehmen, was wir da lassen. Bundeswehr-Kochgeschirr. Bundeswehr-Kochgeschirr, ganz tolles Teil. Kann ich von der Bundeswehr, hier ist ein bisschen Klopapier drin, kann man mal gebrauchen, Gesundheit nochmal. Ja, super Sache, kann man mehrere Sachen drin machen, kochen, auch für zwei Personen geeignet, ist ganz toll, hier drin kann man noch so ein bisschen was lagern, Suppe, hier ist auch der Spirituskocher drin. Was mit, um zu gucken, was wir dann tatsächlich brauchen oder nicht, weil im Pfingsten haben wir vor, eine mehrtägige Tour durchs Alpental zu machen, auch auf Campingplätzen, nehmen wir auch ein Zelt mit. Genau, und das ist ja so ein bisschen der Feldtest. Hier Plastikbesteck, okay, kann man mögen, muss man nicht, ist jetzt ein bisschen gewichtssparend, wir nehmen natürlich auch mit. Genau, dann hier ein bisschen Tellerchen, da muss man noch ein bisschen aussortieren. Das muss natürlich alles in zwei Rucksäcke rein. Jasmin hat hier ihren großen Trekking-Rucksack. Da passt wirklich viel rein. Das hat so um die das Liter, hat Liter, bitte 80 schon. 80 Liter hat der. 80? Mhm. Von Lichtviel. Breite, Brustgurt. Das ist eigentlich echt gut. Das ist echt super. Da passt einiges drauf. Genau. Auch ein Bundeswehr-Rucksack nachgemachter, der ist, glaube ich, von Miltec oder von, ich weiß es nicht genau, den habe ich auch geschenkt bekommen. Ist ein Bundeswehr-Rucksack nachgefunden, hat 65 Liter, in schwarz, weil Reflekthand braucht man nicht auch alles kaufen. Damit kann man ja auch mal ein bisschen so, weiß nicht, Zivilisation machen. Ja, das Ding ist funktional gehalten. Habe ich schon ausprobiert, passt eine Menge rein, ist super funktional.
groß. Und dann schauen wir mal, ob wir da alles, was wir hier haben, da reinkriegen. Wir haben es einen Tag vorher, wir probieren das mal alles zusammenzupacken. Und ja, schauen wir mal, ob wir alles reinkriegen und dann sehen wir uns gleich wieder für den gepackten Rucksack. Das will ich jetzt, das Packen der Rucksäcke brauchen wir uns glaube ich nicht zeigen, weil wir haben keine Ahnung, das wird jetzt eher so ein Try and Error. Aber mal gucken. Ja. So Leute, gestern hat es nicht mehr geklappt mit dem Video, weil wir haben ziemlich lange rumgemacht mit den Rucksäcken. Hab dann gemerkt, dass meiner ein bisschen zu klein ist, 65 Liter für 2 Übernachtungen, weiß ich nicht, hat schwierig mit der großen Isomatte, mit der großen Luftmatratze und dem ganzen Equipment. Mit Zelt wird es dann schwierig. Ich habe jetzt noch mal schnell bei eBay noch einen 100 Liter Rucksack bestellt. Ne, bei Amazon war es. Amazon, genau. Aber ich zeige euch mal schnell unsere Rucksäcke. So, Jasmins Trekking-Rucksack vollgepackt. Isomatte, Regenjacke, ganz wichtig. Wechselklamotten, man kann mit Spannseilen alles super verzurren. Wiegt ungefähr 14, 15 Kilo. 14 Kilo, ja. Insgesamt. Ich meine, das ist ein Kilo leichter, weil er weniger reinpasst. Hab aber, ja, Wasser müssen wir noch reinmachen. Und außen habe ich meine Laterne angebracht, die kann man dann auch. Ach, happy. In mein Bild, komm. Die kann man dann auch anmachen, wenn man nachts unterwegs ist, dann als quasi als Markierung fürs, damit man nicht irgendwie, falls man auf der Straße unterwegs ist oder so, dass man nicht überfahren wird. Haben wir auch Knicklichter dabei, die kann man dann auch in den Rucksack anhängen. Hier habe ich die Isomatte dran gebracht. Hier noch eine Spaltaxt für später, falls wir uns eine Unterlage bauen müssen. Obendrauf habe ich noch die Handschuhe und noch, und noch eine kleine Jacke, falls es frisch wird. Genau. Ja. Das wird jetzt unsere Tour. Wir gehen jetzt dann gleich los. Frühstück noch eine Kleinigkeit. Und dann geht's los. Dann berichten wir aus dem Wald raus. Bis später.